Hallo zusammen. Gunnar Lott und Christian Schmidt vom Stay Forever Podcast spielen mal wieder ein Spiel. Dieses Mal spielen sie das Textadventure The King of Shreds and Patchets von Jimmy Mayer. Das Spiel, oder besser die Spieldatei, lässt sich kostenlos von der Webseite von Jimmy herunterladen. Zusätzlich benötigt man noch einen Interpreter, der die Spieldatei ausführt. Diesen gibt es für die unterschiedlichen Betriebssysteme aber ebenfalls kostenlos. Daher eignet sich das Ganze ganz toll, das Spiel mitzuspielen. Gunnar und Chris laden ihre Zuhörer dazu auch ganz herzlich ein. Aus verschiedenen Gründen habe ich gerade wieder viel Lust, Videos von Spielen hier auf YouTube zu machen. Das ist doch eine tolle Idee, auf dieses Angebot einzusteigen. Zumindest hoffe ich, dass es eine tolle Idee ist. Denn das Spiel ist komplett in Englisch und Chris hat schon erwähnt, dass man dafür gut Englisch verstehen muss. Und ich glaube, Chris hat auch irgendwas mit Englisch studiert. Ich bin mal gespannt, ob mein Schulenglisch dafür ausreicht. Ich lese zwar ab und an englische Bücher und konnte mich in England ein bisschen immer auch verständig machen. Aber ob das ausreicht, um das Spiel auch zu verstehen und seine Rätsel lösen zu können? Folgendes Vorgehen habe ich mir vorgenommen. Ich spiele das Spiel für etwa 1 bis 1,5 Stunden und nehme diese Spielsitzung komplett auf. Neben dem Spiel habe ich mir übrigens auch ein kleines Tool gesucht, mit dem man auf einfache Art Karten für diese Art Spiele anfertigen und Notizen hinterlegen kann. Ihr solltet das im Video ebenfalls nachvollziehen können. Nach meiner Session höre ich mir die jeweilige Folge von Gunnar und Chris offline an. Ja, ich muss mich da schon ein bisschen ranhalten, denn zum Zeitpunkt, als ich das hier aufnehme, haben die beiden schon 3 Episoden veröffentlicht. Offline mache ich das übrigens deswegen, da es sich um ein Sonderformat exklusiv für Stay Forever Unterstützer handelt. Das will ich natürlich nicht unterlaufen. Zudem kann ich so Chris und Gunnars Bericht mit meiner Spielerfahrung vergleichen und Erkenntnisse notieren. In meiner nächsten Folge werde ich dann kurz über diesen Vergleich berichten und wie sich das vielleicht auf meinen Plan für die anstehende Spielsitzung auswirkt. Keine Sorge übrigens, dass ihr jetzt meine ganze Spielsitzung in Echtzeit mitverfolgen müsst. Diese Art Spiel besteht ja darin, dass man Texte immer wieder liest oder Sachen ausprobiert oder einfach mal über das Geschehene nachdenkt. Das ist zum Zuschauen dann natürlich langweilig. Ich werde solche Passagen im Nachgang dann einfach beschleunigen oder sogar schneiden. Ihr werdet dabei aber nichts Wesentliches verpassen. Als Spielclient habe ich mich übrigens für Gargoyle entschieden. Darin habe ich die Einstellung für die Schriftgröße erheblich vergrößert. Das macht mir Blindfisch das Lesen deutlich einfacher. Zudem sollte es für euch im Video besser lesbar sein. Wenn ihr hier noch Vorschläge zur Verbesserung habt, schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Klassische YouTuber-Kiste, Kommentare. Jetzt habe ich schon wieder viel zu viel erzählt. Lasst uns doch einfach mit dem Spiel beginnen. So, und jetzt sind wir hier im Spielclient. Zusätzlich seht ihr hier rechts im Bild die Karte, die ich mir in Dritspot.io angelegt habe, also nur mal vordefiniert habe mit dem Spiel. I could a tale unfold, whose lightest word would harrow up the soul, freeze the young blood, make the two eyes like stars start from their spheres. Ah, aus Hamlet Akt 1. Also Aufzug 1, Szene 5. Geht ja schon wieder richtig los. Also solche Shakespeare-Sachen erinnern mich dann doch immer wieder an Ultima. Keine Ahnung. Das Ultima Englisch war ja auch so ein gestelzt wirken wollendes Englisch. Naja, gut. Man kann jetzt hier entsprechend auswählen, wie man das Spiel spielt. Man kann die Story beginnen mit Tutorial oder ohne. Ich habe aber im Podcast von Gunnar und Chris schon gehört, dass dieses Tutorial eigentlich ganz toll sein soll. Ich starte einfach mal daher mit Tutorial. Das macht es dann entsprechend vielleicht für euch auch interessant. Vielleicht gibt es ja bei euch Leute, die noch nie so eine Art von Spiel gesehen haben und auch mal noch so ein paar Rahmenbedingungen erklärt haben wollen, an die ich jetzt nicht denke, während ich spiele. Okay, wir sind jetzt hier im ersten Raum in
Fletcher Sprint. Ah, okay. Ich trage das vielleicht einfach schon mal ganz stupide. Ah, okay. January 14th. In der Titelzeile steht January 16. Interessant. Ach, das ist ein Brief. Ah, okay. Dear friend, my sojourn in parts foreign is at an end. I'm at lodgings in Southmark, not far from the bridge at Stony Street. Come dine with me 2 days, hence to ring in the new year. Okay. I have not enjoyed an able English company for some long time, and it would be refreshing to hear my mother tongue used in its proper manner again. Ja, dann darf er aber sich nicht das Ganze von mir vorlesen lassen. Your friend John Croft. Okay, also ein Brief von John Croft. Gut, der mich 2 Tage später erreicht hat. John Croft. You haven't heard this name in a while, not since his Sojourn to Heidelberg. Ich glaube, die Engländer sprechen das auch Heidelberg. A year or more ago. A long-standing figure on the London theatre scene. Croft's primary claim to fame is his strange connection to the late great Christopher Marlowe, a connection that has never really been explained to anyone's satisfaction. He's something of a pathetic figure these days, always nursing a crush on some young, pretty boy actor or other. Still, entertainment is scarce in this bleak winter of 1603. 12th night and a plus Monday are barely in the past, yet the holiday season already feels a distant memory. With the exception of the stalwart globe, the theaters are largely closed. The Queen is rumored to be on her deathbed, and now yet another outbreak of the bleak theater here threatens the city. Oh Gott. For all this failing, Croft is nothing nothing if not an entertaining old sinner, and with the current state of your business, you could certainly use some cheering. You have therefore decided to take Croft up on his invitation. Okay, also John Croft ist wohl Theatermensch, Schauspieler. Und irgendwo habe ich da was gelesen von einem Young Pretty Boy Actor oder so. Okay, also, der steht also wohl auf hübsche kleine Jungen. So Nursing a Crush. Ah, okay, vielleicht hat er da einfach bloß ein Faible. Okay. Das Spiel setzt da schon Kontext so in die Hamlet-Richtung, wo es ja auch so ein bisschen um Inzest und so weiter geht. Vielleicht habe ich mich da jetzt gerade schon ablenken lassen mit diesem Dings. Aber okay. Aber ich als Darsteller habe wohl irgendwie so ein bisschen eine gemischte Einstellung zu John Croft. Und deswegen, ja, okay. Ich entschließe mich aber doch entsprechend hier dieser Einladung zu. Was will er? Okay. Zur Company. Naja. Also, dass ich ihn entsprechend besuchen darf. The King of Threads and Patches, ja, okay, das sind die Copyright-Hinweise. Fletcher's Printworks.
Karte habe ich schon angelegt dafür. Genau, Fletchers Printbox. Your modest home and place of business is dominated by your printing press. A large contraption of wood, metal and stone standing in a place of honor at the center of the room. Surrounding it are its attendants, a drying rack, a few large boxes of movable types, several stacks of blank paper, a bucket of ink and a bucket of water, and a simple work table. Between the encroaching plaque, and the typical bleak London winter, most readers have abandoned the cities for more hospitality claims. Okay. There is therefore little business for your trade right now, but all stands ready in hopeful anticipation. Okay. Fletcher's Printworks. Okay. Heißt es jetzt, ich besitze eine Druckerei, die Fletcher's Printworks heißt und vielleicht auch, also vielleicht bin ich auch Fletcher. Okay. Auf alle Fälle steht da schon mal ein Bucket of Ink und ein Bucket of Water. Also, Bucket ist eigentlich ein Eimer, aber ein Eimer voll Farbe, unsinnig. Das wird wahrscheinlich eher so eine Dose sein oder irgendwie sowas. Aber ein Bucket of Water könnte ich mir schon vorstellen, dass das so ein Eimer ist. Ich stelle mir da gerade so einen schönen Holzeimer vor, der oben bis oben hin voll ist mit Wasser. Gut. Your small bed is an afterthought in the corner near the blazing hearth and its accompanying pile of fire. A small round mirror is mounted above the bed. Door to the street is to the north. Okay, also damit haben wir schon mal den ersten Ausgang. So, ich weiß, hier gibt es nochmal ein Bett und daneben Feuerholz. Genau, it's an accompanying pile. Ja, a small round mirror über dem Bett. Heißt das jetzt an der Wand oder an der Decke? Naja, gut. Wahrscheinlich an der Wand. Small round mirror würde ich nicht über die Decke, an die Decke machen. Nee. Aber wer macht auch an die Wand von seinem Bettenspiegel? Das ist doch voll umständlich zum Reingucken. Your trusty walking stick leans against the wall. Okay, also es gibt da auch einen Gehstock. On the table are an ink ball and a tympan empty. Was ist ein Tympan? Okay. Welcome, this is the tutorial. You can tell me from, well, everything that isn't in the tutorial because I'm printed in the dark red. I will be with you for just a little while to familiarize you a bit with interacting with the story. If you already know how to play interactive fiction, or if you just grow annoyed with me at any time, type tutorial off at any prompt and I'll go away. Okay. Tutorial kann man ausschalten. Da könnten sich moderne Spiele echt immer wieder was dran abschneiden. Notice the blinking cursor following the Dings prompt at the bottom of the window. If you can see it right now, that's probably because there is more text here then will fit in the window. You just need to tap the spacebar to scroll the window. Stimmt das? After you read what's currently visible, of course. Ja, okay, sollte man jetzt sofort machen.
This is when you will interact with. This is where you will interact with the story. The basic idea here is very simple. You tell the story with simple, declarative English phrases what you want to do, and the story will tell you what happened as a result. Of course, like most things, it can be a little more complicated in practice. Ja, das sind auch so meine Erfahrungen mit Text Adventures. Of course, like most things, it can be, also habe ich schon gelesen, there are some special commands you'll want to remember for one thing. And understanding human language is hard for a computer, so please try to keep your commands simple. Okay, but maybe we should just get started. Type inventory at a prompt and press enter. Okay, inventory. Also, was habe ich denn im Inventar? You are carrying John Crofts handwritten note. The printwork keys, 5 pennies. Also, ich habe den Brief, den wir gerade gelesen haben, den Schlüssel hier für Fletchers Printwork und 5 Pennies. Ich weiß gar nicht, wie ich das übersetzen darf. Darf ich da 5 Pfennig oder 5 Pence oder 5? Ich sage einfach weiter 5 Pennies. Inventory is a specialized verb, one of a handful that you will use frequently. Ja, stimmt. Immer gucken, was man im Inventar hat. As you may have gathered, it simply prints a list of the things you are currently carrying. Some common verbs, inventory among them, have abbreviated versions. In the future, feel free to simply type I instead. Also mit dem Druck auf die Taste I kriege ich auch das Inventar. Depending on the speed of your computer, you may have noticed a delay after typing this command. I can only ask you to bear with me. The story world being simulated here is very complex, at least in computer simulation terms, and some commands take a bit of a processing. If it's a consolation known that inventory is amongst the slowest, most are much faster. But let's move on. Notice that note you're carrying, let's try to read the note. Okay, read note. Ja, damit kriege ich hier wieder den Brief. Okay, we've already seen that, but it's handy to have in case we want to refer it again. You'll discover quite a bit of reading material during your time in the story world. Some might just fill in various bits of background, others will be more immediately useful, and still others you might find unexpectedly valuable, important, long after your first reading. I thus strongly recommend that you hang on to everything you find. Ja, gut, jetzt drücken wir mal die Leertaste, weil da stand more. Let's learn a little bit more about the character we play in this story by typing examining me. Also, examine me. Ich untersuche mich selbst. You are Robert Fletcher. Ah ja, okay, ich bin also doch Fletcher. Owner and operator of a small London printing works. Success, even survival. Is the rough and tumble London printing trade is not easy, but you've been able to find enough material by means both legal and somewhat dubious to make a go of it for a couple of years now. It isn't quite what your father imagined you doing with your hard-won Cambridge degree, but you feel yourselves to be a small player on a vanguard of a revolution. Okay, das heißt, also ich heiße schon mal Robert Fletcher, das ist schon mal gut. Ich lebe in London, habe da eine kleine Druckerei und schlag mich wohl so mehr
schlecht als recht durch das Ganze, nehmen dabei auch manchmal dubiose Aufträge entgegen. Vielleicht Raubkopien von Hamlet drucken, das soll ja damals populär gewesen sein, habe ich schon gelesen. Genauso wie Faust oder andere Sachen. Ja, genau, mein Vater wäre wohl nicht besonders stolz. Ja, oder mein Vater hatte wahrscheinlich was anderes für mich im Sinn. Nachdem ich da einen Hard-Won Cambridge Degree, also nachdem ich wohl einen Abschluss an der Uni in Cambridge hart errungen habe. Gott. Gut. But you feel yourself to be a small player on the vanguard of revolutions. Okay, also man glaubt wohl von sich selbst, ich glaube wohl von mir selbst, dass ich mal zumindest ein kleines Rädchen in den großen gesellschaftlichen Veränderungen bin. Okay. Your prematurely receding hairline and thoughtful air give you the appearance of one somewhat older than your 26 years. Okay, ich bin 26 Jahre alt, aber meine Haarpracht lässt mich wohl schon so langsam im Stich. Examine is one of the most common and important verbs you will use. Anytime you want to have a closer look at something or someone, examine is the verb to do it with. Well, you could also use look at or various other constructions. I go to great length to accommodate as many different ways of phrasing things as possible, although there are of course inevitable limits. Okay. As you doubtless noticed, the story also doesn't particularly care whether you properly capitalize or punctuate your commands, although spelling is critical. Ja, okay, man muss Befehle schon richtig eingeben. Oh, ich weiß, das war in meinen Teenagerjahren, als ich da mit Textadventuren angefangen habe, echt immer so die größte Hürde. Kommandos richtig schreiben und auch das Gelesene zu verstehen. Naja. Forward next command, you're certainly free to type examine the printworks key. All proper like, but X key would be a lot easier, wouldn't it? Also, X ist hier auch wieder die Abkürzung für examine. Und ich brauche den printworks key gar nicht voll ausschreiben. Er versteht mit Key wohl schon, dass der Printworks Key gemeint ist. X you are, you snook that in on you, because examine is such a commonly used verb, it has an abbreviated form just like inventory. Genau. Also, wie schon gesagt, X ist die Abkürzung für examine. The key to your home and place of business. Okay, ich lebe wohl auch in meiner Druckerei. Okay, let's try another commonly used command. Type L. Yes, just L, all by itself. Lass mich raten, look. Ja, genau, Fletcher's Printworks. Your modest home and place of business. Okay, das ist also genau der Text, den ich vorhin schon mal gelesen habe. Your trusty walking stick leans against the wall. On the table are an ink ball and a tympan. Ich weiß immer noch, was ein Tympan ist. L is an abbreviation for look. It just results in your taking a general glance around your surroundings, as you do automatically when entering a new area. It's a very handy command, especially when the initial area description has scrolled away off your screen. Wobei ich auch hochscrollen kann. Well, we'll soon be going out. Okay. We should probably take our walking stick along.
Let's get stick or take stick or pick up stick. Ja, get sick. Stock und Stein brechen mein Gebein. Taken. If you were to take inventory now, you would see that a walking stick is now listed amongst your possessions. Try it if you like. When you are ready to continue this tutorial, examine the walking stick. Also E. You are carrying a walking stick. John Crofts handwritten note, the printful key, 5 pennies. Jawohl, also X stick. Some might consider it an affectation, especially for a man of your tender years. Okay, 26 bin ich und da dann schon mit Gehstock. Ich weiß nicht, ob das affektiert ist. Für mich ist das typisch Englisch. But this finely made brass handled walking stick was a present from your father upon your graduation from Cambridge. Aha, brass ist Bronze, ja. Also, ein Gehstock mit bronzenem Knopf, also so dieser Kappe oben, wo man das Teil festhält. Okay. Present from your father upon graduation from Cambridge, maybe just before you utterly displeased him by announcing that you intend to try your hand at a trade of printing rather than going in for the clergy as all second sons should. Clergy, for the clergy. It has become something of a good luck charm to you, and you carry it everywhere. Besides, it also doubles as a handy club should you find yourself in a tough spot. Never a bad thing to have on the sometimes rough streets of London. Okay, so ein Gehstock kann man also ganz gut auch als Knüppel verwenden. Ha? Ja. Wer schon mal Rentner mit Gehstock oder Regenschirm gesehen hat, der kann das nachvollziehen. So, in addition to learning about the appearance of the walking stick, we've also learned a bit more about who we are. Ja, stimmt. Wir haben uns mit unserem Vater verstritten. Einfach weil er nicht so glücklich war, dass ich eine Druckerei eröffnet habe. Und nicht. Ah ja, genau. Und ich weiß, ich bin der Second Son. Weil ich hätte rather than going in the clergy. Ich weiß leider nicht, was for the clergy ist. Darf ich meine Regel erweitern und sowas bei Dick Leo Org nachgucken? Clergy? Die Geistlichen. Ah! Für den Klerus. Okay. Mein Vater hatte also im Sinn, dass ich in den Kirchendienst trete. Das habe ich schon mal irgendwo gehört, dass das in England wohl recht common war, dass von den besseren Familien, also den höher gestellten Familien, die zweiten Söhne in den Kirchendienst gehen und sich darüber dann ihren Reichtum und vor allem Titel scheint ja wohl sehr wichtig gewesen zu sein. Sichern. Ja, okay. Ja. Aristokratie. Monarchie. Gut. Ja, wieder was gelernt. Let's have a look at our printing press. Exit before we go out. Okay. Express. The printing press. This ungainly device is about the width and length of a large writing desk and as tall as you. It isn't much to look at, yet in truth it is one of the wonders of the age. From it comes forth political pamphlets. From it come forth political pamphlets of all descriptions,
crude editions of popular plays printed from actors' prompt books and even the occasional volume of original sonnets. In short, whatever material you can get your hands on and sell it to the burgeoning bookseller trade in lots of 250 or more. Okay, also meine Druckerpresse und sieht nach eigentlich nach nichts aus, aber es ist halt trotzdem bemerkenswert, ein Wunder der Zeit. Und man druckt damit alles. Politische Pamphlete, of all descriptions, also aller Art. Man ist also da nicht irgendwie politisch irgendwo begrenzt. Crude editions of popular plays, also Textbücher von Theaterstücken, die man direkt den Schauspielern oder aus den Versionen der Schauspieler gezogen hat. Ja. Und natürlich auch die Originalsonette, also ja, von Verlagen oder so, vermute ich mal. Also man druckt eigentlich alles, was man so in die Finger kriegen kann und was man an die Buchhändler in einer Auflage von 250 oder höher verkaufen kann. The printing press consists of a flat desk-like stone surface on which is mounted a carriage assembly and a platen which can be lowered over the press stone by means of a larger lever. The platen is currently raised. Okay. Platen? Also muss eigentlich so eine Druckplatte sein, die dann ja, über einen Hebel nach unten gezogen werden kann. Gut. Steinoberfläche mit irgendwie so einer Haltevorrichtung. Ups. Und einer Druckplatte, also einer Platen. Und die kann man absenken, indem man einen großen Hebel zieht. So, und die Druckplatte ist im Moment gerade oben. In the carriage assembly is a form. Ja, die würde ich jetzt eigentlich glatt mal nehmen. Was sagt denn das Tutorial? Looks like a fairly complicated piece of machinery. If you have the feeling you are going to get to know it much better before it all said and before all is said and done, you may just be correct. But we leave that for later. Okay. Soll sie jetzt also gar nicht. Wait a minute. What were we supposed to do? Well, you can type think at any point in the story to get a summary of our current objectives. Ah ja, okay. Ich kann hier also nachdenken. So, you consider your present situation. You should make your way to the diner date with John Croft at his home on Stony Street, just south of the Thames. Also, ja, aktuelle Aufgabe, geh zu John Croft für die Verabredung zu ihm nach Hause in der Stony Street. Okay. Okay, we have only one pretty straightforward objective at the moment. When you get further into the story, though, things will get much more complicated. Therefore, remember to think anytime you aren't sure what problems to work on next, or just to generally orient yourself in the current plot, especially after spending some time away from the story. If you'd like to be explicitly notified when your objective changes, whether through subtraction or addition or both, you can type notify on at any time. Okay.
So we have our mission as it were. Let's be on our way, shall we? We navigate through the story world using compass direction. This may seem a little unintuitive, but bear with me, it will turn on the second nature quickly enough. Did you notice in the description of our print works that a door leading outside was described as being to the north? If not, you can of course look to see that area description again. Well, we want to make use of that door now. Let's first of all open it. Okay. Open door. You open the printbox door. And now let's go north. North. Oh, kleine Grafik, schön. Will er mir da schon entsprechend Tipps geben? Naja, okay. Ich bin jetzt im neuen Raum in der Tame Street. West. January 16. 1603. Tame Street West. You stand near the Thames on the apparently named Tame Street, just north of your modest printworks. The narrow street running eastwards toward London Bridge and west in parallel with the river is crowded as usual, but many of its surrounding buildings are shut up tight. A small but disturbing number of their doorways are marked with crudely painted red crosses. Aha. Ich weiß gar nicht, dass man damals in London irgendwo Türen schon mit roten Kreuzen markiert hat. Also dieses Markieren mit roten Kreuzen, das ist ja so ein biblisches Ding. Altes Testament, Auszug aus Ägypten oder vor dem Auszug aus Ägypten, wo irgendwer die Türen hat markieren müssen und irgendeine Plage. Ich weiß gar nicht mehr genau, was für eine Plage. Ich bin da nicht sonderlich bibelfest. Dann, ich weiß gar nicht mehr, die Häuser, die entsprechend markiert waren oder die, die nicht markiert waren. War das? Na, egal. Auf alle Fälle, rotes Kreuz auf der Tür. Eigentlich nicht gut. So, wir sollten aber eigentlich gleich den Raum in der Karte anlegen, sonst vergessen wir das. Hopefully your window has now split in two to display a map of a subsection of Elizabethan London. The areas we can visit are quite restricted at the moment, but as the proverbial plot thickens, our options for travel will also increase. Okay. Notice that our current location appears in a different color than the rest of the map. Ach, das soll nicht nur ein Bild sein, sondern... Okay. Gut. Those crosses on the nearby door look interesting. Let's examine them. Okay. The crosses mark those houses that have been visited by the plague and therefore sealed up tight. Ah, ist da die Pest ausgebrochen? Most of the crosses stand alone on the doors in mute testimony to the horrors within. But a few are embellished with suppliant entreaties to a higher power. Was? Nochmal. Most of the crosses stand alone on the doors in mute testimony. Also,
Die meisten dieser Kreuze sind einfach nur so, um ja, ein stilles Gedenken an den Schrecken im Haus, also im Schrecken darin. Ja, zu attestieren oder zu erinnern. Gut. But if you are embellished with suppliant entreaties to a higher power. Okay, also es gibt auch welche, die. Gut. Es gibt wohl auch Markierungen mit. There are lots of details like this everywhere in the story. Even during this tutorial, take your time and take in the scenery. Don't worry, I always wait around for your while for you while you stop and smell the roses a bit. Ja, okay, also Text-Adventure sind tatsächlich nichts, was man so überstürzt spielt. When you are ready to move from here, close the door. Okay. Close door. You close the print box door. And we should lock it. Elizabethan London is not exactly the sort of neighborly place where people leave their doors unlocked. After all, to do that, we are going to have to use the key we are carrying. We'll use a slightly more complicated command construction than the simple verb. Direct object pattern we've had until this point. Specifically, let's lock door with key. Was meint er denn, wenn ich nur sage, nicht lock, sondern lock door? You lock the printbox door. Okay. That's locked in the moment. Ah, okay, also schon kapiert, dass ich es abgeschlossen habe. Aber das Tutorial will natürlich, dass ich sage, ah, verschließ die Tür mit dem Schlüssel. Okay. Great. Hopefully you're getting a feel for how to phrase your commands to the story. I think you'll find the parser to be a wonderful, unique user interface, full of a sense of infinite possibility. Ah, ob das infinite ist? Once you begin to intuitively understand how it works, but then I would say that wouldn't I? Ja, okay. Anyway, let's try going east. Oh, and here's another tip. We can abbreviate going east to simple E. Ja, okay. Other directions follow a similar pattern. N for north, S for south, W, also W, for west, NE for northeast, SE for southeast, SW, SW for southwest, and NW for northwest. Northwest. We can also travel up, abbreviated to U, and down, abbreviated to D. Okay, bevor ich jetzt aber irgendwo hingehe, will ich hier nochmal gucken. You stand near the Thames, on the appropriate name, Thames Street, just north of your northeast printworks. The narrow street running east towards London Bridge and west in parallel with the river is crowded as usual, but many of surroundings are shut up tight. A small but disturbing number of the door walls are marked with crudely painted red crosses. Okay, eigentlich mehr gibt's nicht. So, jetzt weiß ich aber, wie ich die Verbindung hier benenne. Ich frage mich gerade, ob da zwei Abstände reichen für die Karte oder ob ich hinterhergehen soll und das ein bisschen großzügiger gestalten, weil ich ja den Platz habe. Ist ja nicht mehr so wie früher, als ich mir die Karten von Hand gezeichnet habe und da dann nie wusste, wie viel Platz ich da auf dem Papier habe.
Das ist ja jetzt virtuell. Das ist schon viel angenehmer. Eigentlich gibt es jetzt hier aber nicht wirklich arg viel. Ich kann hier also nicht einfach alles nehmen. Ja, okay, Tutorial wollt ja, dass ich East gehe. Dann gehen wir mal East. Folgen wir dem Ganzen mal. Fish Street Market. Okay, bevor wir das durchlesen, zeigen wir gleich einfach mal wieder den Raum ein. So, Fish Street Market. Der aptly named Fish Street ist der Epicenter of the London Fishery Trade. Sellers display their stock in stalls jammed into every available space on the roadside. The smell is almost overpowering even for seasoned Londoner. To the South London Bridge, the only bridge across the Thames, seems to fairly bend in the middle under the sheer mass of humanity and buildings atop it. To the North, the noisy marketplace of Fish Street fade into the slightly calmer Christchurch Street, while the appropriately named Thames Street parallels the river to East and West. Ah ja, okay. Also Thames Street verläuft parallel zur Themse, deswegen ja auch Thames, in Ost-West-Richtung. Im Süden ist London Bridge, welches die einzige Brücke über die Themse ist. So, seems to fairly bend. Also da ist wohl viel los. Oben habe ich auch so eine kleine Karte. Das ist jetzt, da bin ich einmal nach Westen gegangen. Okay. Da will mir das Spiel wohl irgendwie helfen. Mit der Karte. Ja, ich zeichne trotzdem meine eigene weiter. To the north, the noisy marketplaces of Fish Street fade into the slightly calmer Gracechurch Street, while the appropriately named Thames Street parallels the river. Also, wenn ich nach Norden gehe, dann komme ich in die Gracechurch Street. Also ich weiß schon mal, dass ich da einen Weg habe. Pass auf. Das ist nämlich so eine Info, die kann wichtig sein, aber das weiß man da als immer nie. More. Look around a bit if you like, then let's go south. Okay, also er will tatsächlich, dass ich nach Süden gehe, über die London Bridge. Ja gut, komm, dann machen wir das gleich mal. London Bridge ist ein Raum. Legen wir gleich an. You stand on London Bridge amidst the densest collection of humanity to be found in England. You get no more than an occasionally glimpse of the Thames through gaps in the shops crowding either side of the narrow roadway. The buildings rise far above your head and are often connected at their tops by bridged walkways. The overall effect is more akin to passing through a tunnel than crossing a bridge. And then there are the people crowding the road as well as every nook and a crevice of it. And making forward motion an exercise in patient near fertility. Ah, wenn ich das so lese, kriege ich gerade schon wieder Lust, nach London zu gehen. Ich war ja tatsächlich bislang in London immer nur auf der Durchreise, sag ich mal. Also typischerweise um irgendwo von einem Bahnhof an den anderen oder an den Flughafen zu kommen. Wobei Flughafen bei mir Stansted heißt, also im Norden von England. Bin ich schon mal an der Tower Bridge vorbei? Nee, ich glaube, ich bin
nie an der Tower Bridge vorbeikommen. Das ist ja. Baker Street bin ich schon mal durchgefahren mit dem Bus, ja, aber Tower Bridge. Okay. Zurück zum Spiel. Also ich bin jetzt hier auf der London Bridge. Eigentlich gibt es jetzt hier auch nicht besonders irgendwie was Sinniges. Spiel meint wohl, also Tutorial meint wohl. Nach Süden. Nochmal nach Süden. South Walk. Neuer Raum. The southern end of London Bridge is dominated by a massive gatehouse. Piled up in the spikes of the open gate are the severed heads of criminals. A spectacle to which the popular barely spares a glance. Populace, okay, ja. Yeah. To the south stands the almost equally grim facade of Marshalsea Prison and the Gothic spire of Southwark Cathedral, while Stoney Street parallels and the riverbank to the west. Jetzt aber erstmal rekapitulieren. Was haben wir denn hier? Ich bin am südlichen Ende von London Bridge. Da steht ja so ein Gatehouse, ein kleines Wachhäuschen ist es wahrscheinlich. Wobei, Massive Gatehouse, das scheint schon was Großes zu sein. Okay, impaled up in the spikes of the open gate are the severed heads of criminals. Also hat da die Köpfe von Verbrechern entsprechend auf den Pfählen, also auf den Stangen, auf den Piken, auf den Spitzen des Tors gesteckt. Schon oh, hübsch brutal hier. So, to the south stands the almost equally grim facade of Marshalsea Prison and the Gothic Spire of Southwark, while Stoney Street parallels the riverbank to the west. Also, Spiel erzählt mir, es gibt hier potenziell zwei. Okay, wir machen erstmal hier wieder einfach. Und es geht auch was nach Westen. And next west. Ich habe hier wohl echt gerade nicht viel zu tun. Wieder Raum. Ich sehe schon, ich muss das mal ein bisschen großzügiger anlegen. Das ist ja doch recht klein, um alles dargestellt werden zu können. Stoney Street. Früher auf Papier hätte ich mich jetzt schon wieder geärgert. Ich lasse jetzt das Datum weg, habe ich gerade beschlossen. Weil irgendwie kommt mir die Information gerade unnötig vor. Entweder das Spiel geht über mehrere Tage und die Karte verändert sich da nicht wesentlich. Na, wenn doch, dann kann ich es nachtragen im Laufe des Spiels. Ja. Und ich werde am Ende meiner Sitzung die Karte vielleicht noch mal ein bisschen reformatieren. As you push west into Stoney Street, you pass some tipsy stragglers headed for this afternoon's performance of the Merchant of Venice. Richard Burbank's performance as Shylock has been the talk of London. Tipsy stragglers. Ich weiß gerade nicht, was Stragglers sind. Stragglers. Der Nachzügler. Tipsy ist doch aufgeregt, oder? So. Tipsy. Beschwipst. Also gut. So, auf meinem Weg Richtung Stoney Street komme ich an so ein paar beschwipste Nachzügler vorbei. Nachzügler klingt unlogisch. Naja, okay. Aber die gehen wohl schon in Richtung
Richtung der Aufführung vom Kaufmann von Venedig, weil Richard Rohrbecks Performance als Shylock so das absolute Stadtgespräch in London wären. Talk of London, das ist auch eine geile Formulierung. Ich muss mal später in Ruhe Richard Rohrbecks googeln, ob es dazu irgendwo was gibt. Stoney Street. Many houses have been constructed in this bustling Bohemian district of London in recent years in a confusing jumble of bricks, wood and plaster. John Croft's utterly unremarkable abode sits on the southern side of the street, which runs east towards London Bridge and west towards the Bankside Theatre District. Okay. Nach Osten geht's nach London Bridge, da kam ich her. Und nach Westen geht's in den Theater District. Und die Tipsley Stragglers, stehen die dann also rum? Okay. Also hier gibt es so ein paar Häuser in diesen bohemischen Distrikt, also in dieser, ich weiß gar nicht, wie ich Bohemian District übersetzen würde. Das ist so in diesem lebenslustigen, also vielleicht irgendwo so ein bisschen, St. Pauli war wahrscheinlich nicht so lebhaft. A confusing jumble of bricks, wood and plaster. Also es ist schon so eine wilde Mischung aus ja, Ziegel, Holz und was ist ein Plaster genau? Ich habe da irgendwie Pflastersteine im Kopf, aber das kann nicht stimmen. Plaster, das Pflaster, doch. John Croft's utterly unremarkable abode. Also sein ausgesprochen unbemerkenswertes ja, abode, weiß ich gar nicht, wie ich das übersetze. Eigentum? Naja, stimmt nicht. Naja, gut. Aber das ist auf der südlichen Seite der Straße. Und die Straße läuft nach London Bridge. Und da komme ich her. Und den Bankside Theatre District. Also. Machen wir nicht lang rum. Da ich mal in die Karte ein. Oh, das habe ich alles noch nicht ausprobiert. Ah, nee, das tut schon Not, dass ich da mehr Platz im Ganzen einräume. So, okay, we arrived at our friend John Crofts house at last. He doesn't seem to be waiting at the door for you, Alice. What should we do? What would you do in this situation? Problems, we should knock the door. Das Tutorial verarscht mich jetzt hier gerade ein bisschen. Ich habe das selten erlebt, dass mich einfach irgendjemand hier an der Tür erwartet, bloß weil er mir einen Brief geschrieben hat. Ah, komm mal vorbei. Oder eine WhatsApp. Ja, klassischerweise klopfe ich da an der Tür. Knock door. Your fist thuds against the door, bringing from within only a futile echo. Futile. Echo. You find it odd that no smoke issues from the chimney in such blustery weather as this. Oh. In fact, something feels very wrong about this whole scene. You expected Croft, a born host, to be waiting for you at the door with a cup of ale in hand, with a joint of beef or a rack of lamb simmering on the hearth.
Hearth, Hearth, Hearth. Instead, the house is shut up tidy. Shut up tight, showing no sign of life at all. Is the old leech okay, or did his proverbial chickens finally come home to roost? Oh, okay. Das ist ja... Also, meine Faust hämmert gegen die Tür. Und sie bringt nur ein dumpfes Echo. Kein Haus, das aus dem Schornstein kommt. Und das, obwohl doch irgendwie das Wetter nicht ganz so toll ist. Und irgendwie fühlt sich seltsam an. Ja, das Gefühl habe ich jetzt von dem Text auch. Also so einen leichten Schauern habe ich gerade auch auf dem Rücken. So, ich hätte von Croft schon erwartet, der so der geborene Gastgeber ist, dass er hier mit einer Cup of Ale, aha, die Formulierung ist komisch, ich hätte jetzt Pint of Ale oder so oder Cup of Tea erwartet, aber naja gut, mit Bier in der Hand und a joint of beef or rack of lamb, also Stück irgendwelchem Fleisch, also Rinderfleisch oder Lammfleisch, das auf dem Herd schlummert. So. Aber stattdessen ist das Haus shut up tight, showing no signs of life at all. Also ja, dunkel, verrammelt. Und jetzt fragt man sich, ist der alte Knabe in Ordnung oder Proverbial Chickens oder die wortwörtlichen Hühner. Proverbial Chickens finally come home to roost. Oder sind die sprichwörtlichen Hühner auf dem Rost? Auf dem Grill wird man ja wahrscheinlich sagen. Hängen die Hühner oder hängen die Hühner jetzt im Grill. Okay. No immediate response, sagt das Tutorial. Let's wait a bit. Maybe he's just late coming to the door. Oh wait, no pun intended. Ja, ja, alles klar. Du mich auch. I should tell you how to do that, shouldn't I? I just allowed time to pass in the story. You use the command, you guessed it, wait. You can also abbreviate wait to simply set if you like. Das ist ein bisschen eine unglückliche Abkürzung. Aber warum sollte man wait abkürzen? Das ist so kurz. Time passes, Zeit vergeht. Ja, genau, Tempus fugit. Still no response. Well, let's examine the house, see if we can figure out what's going on here. Warum klingelt mein Telefon, auch wenn ich das auf Do Not Disturb gestellt hat? Und wer ruft da an? Still no response. Well, let's examine the house, see if we can figure out what's going in here. Untersuchen wir mal das Haus. John's Croft's house is a small but well-appointed narrow two-story affair virtually identical to its neighborhood. Also ein klassisches Londoner Haus. Sieht aus wie die daneben. Zwei Stockwerke. Its front door is shut. You notice a tiny crack hardly worthy to the term alleyway going around the house to the southeast. Okay. Also, Tür ist zu.
Aber es gibt da so einen kleinen Durchbruch, der den Namen fast nicht verdient. Also so eine kleine Gasse, die um das Haus herum, so ein Alleyway. Ah, okay. Und das ist natürlich South East. Aber wichtig, dass wir das eingefügt haben. So, und ich habe Osten mit Westen verwechselt. Das ist ja peinlich. It's all starting to feel a bit foreboding, isn't it? Perhaps more than a diner with an old friend is in store for us today. Okay. Before we go on, let's take one precaution. Let's save our current position. Okay. Saving puts a bookmark of our situation into a file stored on your computer. We can then return to that position at any time. The story is much too long to be finished in one sitting, so this command is obviously an important one. There's always the chance that we might be killed or follow a story path that we wish we hadn't. For all of these reasons and more you might discover, I recommend that you save fairly frequently and keep all your saves at least until you finish the story. Okay. Tutorial mag also, dass wir hier unseren Spielstand speichern. Und meint, es ist eigentlich gar nicht dumm, wenn man mehrere Spielstände aufhebt, weil man dann vielleicht mal, ja. Okay. Saving our position is very simple. Just type save at a prompt, then pick a description. File name, Croft's House. Might make a good choice for the present situation. Great. To return to a safe position at any time, just type restore at a prompt. Be aware, though, that doing so will wipe out our current position in the story. Unless you've saved your position beforehand, of course. For your convenience, it's also possible to restore a position by simply choosing that option from the menu that appears when you first start the story. Jo. This is obviously handy to pick back up from way where in the previous session quickly and painlessly. Jo. But now let's get on with things. We are concerned about our friend John Croft. Perhaps we can find a way into the house to make sure he's okay. You may have noticed the examining Croft's house who revealed a previously unnoticed already alleyway leading around in the southwest. This is not unusual. Examining things in the story world often reveals useful, even critical new information. When in doubt, look at everything. Now let's go southeast. Jetzt lässt mich aber auch diese Karte im Stich. Haha, siehste? Dark Alley. So. Dark Alley. You stand in an extremely narrow and dark space between the back gate of Croft's house and the north and the high, blank back wall of an anonymous warehouse to the south. The tiny crack of an alleyway to the northeast leads around the house. Okay, ja, also ich bin jetzt hier gerade an einem schmalen, dunklen Pfad an der rückseitigen Tür zu Crofts Haus, das im Norden liegt. An der high blank back wall. Gut. Und dieser Weg führt nach Nordosten zurück ins Haus. Was interessant ist, weil Nordosten heißt ja plopp. So, dann käme ich aber
halt wieder dahin. Ich will mal hier. Also ist schon irgendwo klar, was mir das Spiel jetzt gerade sagen will. Das führt mich jetzt so um das Haus herum. Ich stehe ja auf der rückwärtigen Tür. Vielleicht ist das dann was, was ich in der Positionierung auch berücksichtigen muss. Also hier wäre das Haus. Die Frage, wohin mich das führt. Ich glaube schon, dass mich das wieder dahin führen soll. Tutorial. The on-screen Mac disappears when we leave the major streets of London. Ich hab's gewusst. Die Karte ist nicht wirklich hilfreich. Ich brauche meine eigene. Those areas with which Robert Flencher U.S. familiar. Now we are behind Crafts house. South is the back gate. Warum ist das south? Also south of his back gate. Südlich seines. Okay. Hab ich falsch verstanden. Let's try going north. Ich will eigentlich erst ausprobieren, wo ich hinkomme, wenn ich northeast gehe. Siehst du? Das ist nämlich tatsächlich so. Das hier löschen? South East, Dark Alley. Jetzt kann ich nämlich nach Norden gehen. Ich habe vergessen, hier noch ein Ding einzusetzen. Your lag a key that fits Crofts back gate. Of course, it couldn't be that easy. Moment. Your lag a key that fits Crofts back gate. Aber Tutorial zeigt mir opening the gate. Open gate. Crofts back gate. Your lag a key that fits Crofts back gate. Ja, natürlich, ich habe ja keinen Schlüssel. Ein Tutorial meint, maybe we could break the gate. Break gate. Crofts back gate. Crofts back gate is affected not all by your blows. Okay, let's back up for a moment. Remember what I told you about examining everything? Well, let's examine the gate, see what we can learn. Jetzt untersuchen wir einfach mal die rückwärtige Tür. A sturdy wooden gate about 10 feet in height. It stands solidly at a slightly rusty latch looking it in place. Examine the latch. Ein rostiger Riegel. Locking it in place. Ja. Okay, X-Latch. Also securely locked, poor craftsmanships combined with time and weather have left the latch hanging somewhat akimbo. Okay. There is a gap of several inches between the top part of the latch and the warping wood that gates itself. Ja, perhaps the latch is a point of weakness. Maybe we can break it. Okay, kann ich es schon mal ohne irgendwas zerbrechen? Break a latch. The latch is perhaps a little worse for wear, but still plenty strong to resist your blows. Gut. Mit bloßen Händen gar nichts wohl nicht. Also mit. Hit latch with stick. Gut. Latch with stick. Einfach mal mit meinem Stock draufhauen. Even with the walking stick, your blows are ineffective. Perhaps a full frontal assault is not the answer. Also das Spiel sagt mir jetzt gerade, oh. Ganz frontal drauf zugehen ist nett.
Tutorial. Well, this is a command room, isn't it? I'm going to leave you on your own to try to solve it. If you can't figure it out, you can always type hint to gain access to a context-sensitive hint system that will gradually reveal more layers of information about each problem before finally printing the final solution, the full solution. Don't hesitate to use the hint system if you need it, but on the other hand, don't rush to it too quickly either. Solving puzzles and problems on your own is almost indescribably satisfying and a huge part of fun of a work like this one. Ja, also das Hint-System mag ich eigentlich auch nicht unbedingt benutzen. Also ich genauso, dass die Rätsel, ja, so das Wesentliche ist bei dieser Art von Spiel. Okay. Aber er löst mich jetzt mal einfach allein, meint er. Dann gucken wir nochmal, was haben wir denn im Inventar? A Walking Stick. Also ich habe meinen Gehstock. Damit funktioniert es nicht. Ich habe John Crofts Handwritten Note. Ich habe den Schlüssel von meiner Druckerei und ich habe 5 Pennies. Also, remove. Ich kann mal probieren, ob ich mit den Münzen vielleicht diesen Riegel abschrauben kann oder irgendwie sowas. Remove latch with pennies. Remove latch. Okay. Push latch. Nothing obvious happens. Pull latch. Ich kann den Hebel einfach noch nicht. Okay. Pull latch with stick. You slide your walking stick into the gap between the latch and the fence and pull it towards you will with all your strength. You feel the stick being to bend under the strain. Just as you are about to think better of this idea, the latch pops open with sudden that only the wall behind you saves from using your balance. The gate cracks open, creaks open, the broken latch now hanging for it uselessly. Also, ich habe mit meinem Stock, mit meinem Gehstock den Hebel, den Riegel aufgehebelt. Tutorial sagt, congratulations, you just solved your first puzzle. If you have to get help, don't feel too bad. There are many more puzzles to come with which you can redeem yourself. Okay. As you gain more experience with the way the story plays, you may even find that its puzzles become much easier to solve. Ja, warten wir mal ab. Now you can just proceed north. Ich guck aber trotzdem mal. Escape. A sturdy wooden gate about 10 feet in height. 10 Fuß sind knapp 2 Meter. Ein Fuß habe ich in meinem Kopf gehabt, also ungefähr 33 Zentimeter. Also wenn ich das nehme, dann wären das irgendwie 3 Meter, dann wäre das aber sehr hoch. Dann ist das ja schon irgendwie Scheunentorartig. Kann das sein? Naja, okay. North. Ja, okay, nee, das ist nämlich keine Tür. Okay, dann hatte ich das durchaus richtig verstanden. Dann ist das nicht wirklich eine Tür, sondern ich komme ja jetzt in den Backyard, also in den Hinterhof. Gut. Und
ich bin jetzt in John Crofts Backyard. Schön. John Crofts Backyard. A tiny square of bare dirt framed by Crofts house to the north and a high fence on the other three sides. Surprisingly, a small, rapid looking tree has managed to strangle out the hard ground. Back door of the house is to the north, the back gate to the south. Okay, we haven't quite made it inside Crofts house, but we're certainly one step closer. I'm going to leave you on your own now. You can type help at any time to find much more detailed instructions on playing. I especially recommend that you have a look at the sections on conversations with other characters when you first encounter those situations. Okay, thank you for reading and thank you for playing and good luck thwarting the supernatural forces you'll have to pit yourself against. Okay, dann verlässt uns jetzt hier das Tutorial. Ja, und wir haben jetzt eigentlich auch das erste Rätsel gelöst. Das heißt, John Crofts Backyard habe ich vorgelesen. Ja, das heißt, ich mache jetzt hier, glaube ich, mal einen Cut für die Aufnahme. Reicht das alles? Ich sag mal hier Save. Damit habe ich das mal gespeichert. Es war aber jetzt schon mal ganz spannend, auch spannend für mich, das Ganze hier vorzulesen, gleichzeitig die Karte zu malen. Meine Karte werde ich bis zur nächsten Aufnahme wohl noch mal ein bisschen neu arrangieren, ein bisschen überarbeiten, glaube ich. Kommentare, Anmerkungen und so weiter, bitte gern hier in die YouTube-Kommentare. Würde mich freuen zu lesen, was ihr von dem Ganzen hier haltet. Und wir sehen uns einfach wieder, wenn ich in der zweiten Session bin. Soll heißen, danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Sitzung. Ciao.